Trennung zwischen Mois und seiner Ehefrau und all das wurde bestätigt. Nach ihrem Statement gibt es aber Chaos, denn San Diegos Ex meldet sich ebenfalls zu Wort und feuert gegen die Ex-Frau von Mois. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Die Entwicklung von dem YouTube-Rapper Mois beschäftigt aktuell die Deutschrap-Szene. Als er zu gefährlichen Substanzen greift, waren viele schockiert. Dies begründet er damit, dass er gerade eine schwere Trennung durchmacht und deshalb die Kontrolle verliert. Auf Instagram veröffentlicht er ein Statement, wie es zur Trennung kam. Später meldet sich auch die Ex-Frau und kündigt an, dass sie ebenfalls was zu sagen hat. Doch bevor all das passiert, ist plötzlich San Diegos Ex im Mittelpunkt des ganzen Streits, denn sie feuert knallhart, behauptet, dass die Ex-Frau von Mois zwei Familien zerstört hat und dass sie vielleicht mal dazu was sagen könnte. Außerdem behauptet sie auch, dass Asche damals nicht etwa über Bushido diese Zeilen gerappt hat, sondern damit die Ex-Ehefrau von Mois gemeint war. Es wirkt wirklich sehr kompliziert und hoffentlich können beide Parteien das hinter den Kulissen klären, ohne dass die Öffentlichkeit davon was erfährt. Bitte beachtet, diese Informationen wurden alle von den Personen selbst veröffentlicht. Ich habe somit nichts geleakt, was nicht schon bekannt war.